Moin Freunde und willkommen zurück zu Borderlands mit Chips, Essen, Gaming. Alla, moin. Ja, moin zusammen. Wir haben im letzten Part so viel Scheiße erlebt, dass es einfach nicht zusammenzufassen ist. Aber wir befreien jetzt Naoko, nachdem wir die komischsten Leute der Welt getötet haben. Das lässt sich einfach nicht beschönigen. Haben wir ausgerottet, die ganze Hochzeitsgesellschaft ist einfach komplett RIP und ich kann nichts mehr tragen, Mann. Da liegen 4 Waffen. Ja. Ist vorbei. Es ist unbedingt verkaufen, Leute. Ganz traurig. Also müssen wir das kaputt schießen oder was? Oh. Jetzt, wo du mich befreit hast, kann ich dir erzählen, dass ich Naoko Katagawa bin. Ja. Mein Drecksbruder hat Taryn Calypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Ich bin die letzte Überlebende. Du musst wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath und er will mich tot sehen. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpass diesem Arschloch eine Kugel von mir. Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Ich will Oha. Es nicht mehr. Du kannst es haben, Kammerjäger. Nichts für ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Erbstück her. Ja. Oh, da ist. Das könnte. Liegt das hier irgendwo? Weil Inventar war doch eigentlich voll, oder? Ja, eigentlich war es voll. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst um meinen Sniper. Hier ist es. Da ist es, glaube ich, ja. Drinne. Okay. Beseitige. Protokoll, ne? Beseitige ja. Katagawa Juniors Junior. Es reicht komplett schon wieder. Komplett. Kann ich das vergleichen mit meinem Sniper? Das war. Das macht auf jeden Fall weniger Schaden. Das ist erstmal nicht so gut. Ist egal. Oh, es macht aber bei mir, glaube ich, mehr Schaden sogar. Warte, ist das überhaupt mein Sniper oder bin ich schon wieder besoffen? Mission hier auswählen: Zero Head Wolfhound. Ich glaube. Das war dann. Ich habe vorhin die falschen Waffen getauscht. Echt? Jetzt? Upsi. Ja, aber es ist gar nicht so schlimm, weil die ist ja hier noch im Inventar, wenn ich mich nicht irre. Dann ist okay. Alles sehr seltsam. Ah, ich bin manchmal so verwirrt von Borderlands und dann kacke ich mir immer ein. Das ist einfach nicht gut. Aber naja, wir haben Familienerbstücke bekommen und ich habe meine Waffen jetzt wieder richtig equipped. Ja! Überragend. Es lebe das Leben. Lol. Ich habe jetzt etwas die Hauptquest markiert. Ja. Wir könnten aber noch vorher verkaufen gehen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Unterwegs verkaufen. Da gibt es nämlich auch unterwegs gibt's so einen Automaten. Naja, dann unterwegs. Sag allen hier, ich bin unterwegs. Dort, wo es lila ist, da müssen wir hin auf der Karte. Wo es lila ist, okay. Ich sehe einfach nur 70.000 seltsame Rauten, wie so ein viereckiger Donut, Mann. Das ist einfach mein Leben. Ja, hier ist doch was Blaues, Mann. Ich Junge, gönn dir mies. Achso, ja. Naja. Ja, aber du weißt, blau ist die Farbe des Lootens und die wird uns noch öfter ereilen. Na, hoffe ich doch, ja. Ja, so. Kiste. Oh, shit. Oh, da fuck. Ach, da kleine. Alter, das ist schon wieder ein Babybird. Junge, Alter, sind das alles solche kleinen Boys hier? Babybird. Holy fuck. Oh, Junge! Ich bin gleich hin. Was geht? Ja, von hinten, da kam so einer mit seinen komischen Geschossen. Alter, das ist echt nicht schön. Affe, let's go, Junge. Tötungsbefehl. Gut. Oh, ich bin tot, Junge. Affe, rette mich. Au. Alter, scheiße, Alter. Was ist das denn für Schüsse? Mein Affe bandagiert mich, Junge. Ehre. Shit. Bin schon wieder hin. Alter, was sind das für Granaten, Alter, die mich sofort töten, ey? Ja, Nose's Feeling auf jeden Fall. Butz. Aber wir haben sie. Üff. Ohne Blut kannst du nicht leben. Unerwarteter Damage. Spür dich, Kalypsos! Könnt ihr nicht aufhalten? Noch 2 Gegner für Moxies Crew! Hat sie genügend Stehvermögen? Ja, das hat sie. Glaub mir. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen Teilnehmer zu töten.
Jeder, der darum kämpft, mit diesem Mann zu schlafen, ist eine Schande für die Gesellschaft. Ja. So, erstmal hier verkaufen. Geil. Ich war gerade in einer Liebeshöhle, Alter, das war nicht cool. Nice. Jo, richtig nice. So. Aber erstmal die ganze Kacke hier verkaufen. Raus mit den Viechern. Bitte, ey. So, ihre komische Kack-Sniper kann sie auch behalten. Was behalten? Ja, die Kauen kann ich auch erstmal wegschmeißen. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt gucken wir gleich mal hier. Was haben wir denn hier Feines? Mumpeln. Mumpel, Little Star. Vor allem haben die sich hier echt eingerichtet im verdammten, bekackten Waffensalon. So, gleich neben den Munitionsläden. Was soll denn das? Voll unfair. Nice. Aber die sind schlau wenigstens. Voll nicht leiden. So. Das stimmt. Ich berg hier gerade Teile. Ich glaube, hier liegt ein Claptrap, oder? Das ist wieder für die Freundin. Das ist einfach wichtig. Die Freundin ist sehr wichtig. Claptrap, Freundin. Jetzt. Dieser Claptrap ist einsam und mittellos gestorben. Ha! Ich mag ja erschütternd einsam sein, aber ich bin sowas von reich. Und ich habe ein paar Schuldeneintreiber, die du bei Zeiten töten musst. Es hatte einen Emotionalresonator der achten Generation. Jetzt kann meine Freundin Dinge fühlen, wie Sympathie, Mitleid und das erdrückende Gefühl, niemals gut genug sein zu können, wie alle anderen auch. Nice. Stimmt. Yeah. Es ist bei euch auch so. Oh. Ja, cool. Claptrap, man fühlt ihn auf jeden Fall. Oh, nee. Gut, wir haben unseren ersten. Es hat nur 7 Parts oder so in dieser Zone gebraucht, bis wir dann doch mal die ursprüngliche Mission ein Stück weit bearbeiten konnten. Kann ich, wenn mein Affe das Fass trägt, eigentlich draufschießen? Das läuft doch. Oh. Ja, aber nicht, wenn ich da bin. Ja, das war halt eine kleine, coole Überraschung, Mann. Danke. Ist doch nice. Fresh and clean. Wie das Wasser. Wie das Wasser aus meinem Arsch. Wo bist du denn? Da oben. Alter, und sofort wird wieder geballert, weißt du? Es geht ja schon fort los hier. Oh, fuck. Ja. Wow. Der kriegt erstmal schön hier meine Minigun, Alter. Schön meine Minigun ausgepackt, Junge. Ratatata. So, ist zwar nicht sehr groß, aber dafür schießt sie sehr schnell. Oh. Alles explodiert hier um mich rum, ey. Ich bin erstmal runtergefallen, Junge. Oh. Wo ist mein Affe? Fleisch, die brette mich. Save me, Senpai. Der merkt auch gar nichts mehr, ne? Ich schieße hier mit 500 Kugeln auf ihn drauf, Alter. Drück auf die Waffe, schieß mit 500 Kugeln. Junge, was ist er denn? Erwischt und abserviert. Uff. Ey, ich habe auch auf einmal ein bisschen sehr viel Granaten und Schläge und alles in die Fresse bekommen. Bin doch nicht im Kindergarten, Alter. Da wurde sich wenigstens noch gekloppt und mit Sand beworfen. Darf man das heute überhaupt noch oder wird man dann gleich des Kindergartens verwiesen? Nee, es gibt noch den Hügel des Todes immer. Ja? Ja, immerhin. Ja, klar. Ist ja auch irgendwo Gleichberechtigung. Ja. Das muss ja auch noch mal drin sein, immer. Ich hoffe, jeder kennt den Schubsehügel, Alter. Ich hoffe. Oh. Ansonsten ist es kein guter Kindergarten. Ihr Killerwolfs Lieblingssorte? Na los, ratet! Schokolade! Alter! Warst du im katholischen Kindergarten, oder? Was? Ja, weil das gerade so ein Time war, wo er meint, wer das und das macht, kriegt nach dem Sex noch Schokolade. Und du dann so, ja, das ist ein guter Kindergarten. So. Ja, schön den Priester am Knie kratzen, Junge. Immer höher, immer höher. Man kennt ihn. So. Oh, hier ist schon wieder scheiße. Ich bin noch ein bisschen... wieso ist hier eigentlich so viel los? Das ist auch eine gute Frage. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass wir die Marke haben. Und jetzt werden wir... Das ist aber auch ein sehr großes Symbol hier, oder? Auf der Map gerade. Ja, das ist die Batterie, die wir sammeln sollen. Ach so. Hier ist schon mal eine Lampe an. Das ist gut. Ja, das zeugt ja von Strom. Wusstest du, by the way, dass Lampen, die in Videospielen leuchten... ja mit realem Strom im Endeffekt betrieben werden? Was? Ja. Ja, krass, oder? Der Server muss ja... Hä? Überragend. Ja, wenn du das Spiel und den Rechner nicht am realen Strom hättest, würde ja nichts angehen. Und ja, da dann auch die Lampen nicht leuchten würden, heißt das, Lampen in Videospielen leuchten nur dank realem Strom. Das ist faszinierend. Krank, oder? Also das ist schon krass. Das ist schon ein bisschen mindblowing, so irgendwie der Fakt. Das ist doch komplett logisch. Ja, das wissen viele nicht. Das ist ja, viele sind auch blöd bescheuert einfach. Okay.
Aber Junge, warum hängen hier eigentlich immer so viele Waffen in den Toiletten? Das ist auch nicht gut. Wo ja, bist die müssen du? Abhängen. Da. Oh. Danke. Hallo. Gut abgehangen, das Stück Fleisch. Hier ist noch eine Trommel hier zum Wäschewaschen. Eine Trommel. Eine Trommel zum Wäschewaschen. Ah, ja, ja. Haben wir die Batterie jetzt genommen? Nö, ich hab die nicht gefunden. Dann gehen wir da nochmal hin. So, wir müssen hoch, auf jeden Fall. Ja, wir müssen hier bestimmt über dieses Dach, Alter. So, hier ist schon mal noch eine Waffenkiste. Bestimmt was Legendäres drin ist. Was Legendäres, nee, was Beschissenes nämlich. Grünes, Alter. Grünes. Buntes, Verschiedenes. Dann hier oben hin. Wo bist du noch hier oben hin? Ja, wir müssen Seite, ganz Alter. Hoch irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht wie, das ist, Junge. Nicht so einfach. Hier vielleicht, hier ist... Ah, ich glaube, ich bin richtig gerade. Du bist richtig. Weil hier waren irgendwelche so gelbe Flecken richtig in meiner Hose, Leute. Geil, hast du schön gesammelt. Ja, Mann. Ja. Ich glaube, ich bin richtig. Schön das Sammelpipi. Ja, ich glaube, ich nicht mehr. Eine Leiter hochgehen. Okay, das klingt gut. Ich kann ja auf jeden Fall... Boing, boing. Kann ja auf jeden Fall keine Leiter hochgehen. Komm mal hier rüber. Wo hier rüber? Nee, mach du das mal. Ich weiß nicht mal, wo du ansatzweise bist. Mein Affe ist ja irgendwo oben. Ja, ich stehe ja da. Muss mal Minimap gucken. Ein bisschen zurück. Ja, genau. Jetzt rechts. Ja, ja, ja. Ja, weiter. Ach, hier? Ach so, hier ist die Leiter. Ja, dann war ich doch auch richtig. Nee, noch weiter. Wie noch weiter? Ist da noch eine Leiter? Ja. Nee, hier. Muss man weitergehen. Ja. Hallo. Hey, wo bist du denn? Ich bin über dir. Ja, da will ich auch hin. Ja, siehst du. So, da hatte ich ja doch recht. Cool. Ja. Ich hab's nicht so, gesagt. Ja. Da sind Luftballons. Ah, hier ist doch eine Leiter. Ja, man muss sich ja auch erstmal orientieren. Sofort zurück und weiterkämpfen. So. Ich hab hier was. Ah, hier habe ich die Batterie. Missionsobjekt. Sehr gut. Ich bin ja hier auch. Ich öffne hier gerade noch die anderen Kisten. Wichser, wenn du mich fragst. Ohne diesen Elektroschild traut er sich nirgends hin. Ah, und mit den Batterien. Shit. Rasten wir dann richtig aus, quasi. Ich glaube, ich habe hier ein Geheimding gefunden, Digga. Ein Geheimding? Ja, guck mal her hier. Oha, warte. Du hast quasi voll die Spur. Junge. So, du warst ja einfach hier. Hier drüben. Nee, nicht runter, nicht was, runter. Was, hier nicht runter? Nein, du warst doch auf deiner Höhe. Oh nein, wieso? Aber hier kann ich doch ganz einfach wieder hoch, alles ist cool. Ja, kannst du. Oder du nimmst die Leiter hier auf meiner Seite. Nein, so. Nein. Wo bist du jetzt schon wieder? Ach, da. Hier nimm doch die Leiter. Ja, ich könnte auch die Leiter nehmen eigentlich. Das hätte man mir auch mal sagen können. Du hast so gute Ideen. Oder das ist, ich bin ja, Bässchenmeister. Ich bin auch selber die Bässe. Man könnte einerseits hier lang oder von hier rüber springen und dann an die Leiter. Oh, das ist cool. Mach das bitte. Ich dachte, du testest. Ja, aber ich bin eindeutig fetter als du. Insofern. Okay, pass auf, ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt. Bist du bereit? Bist ja, du bereit? I'm ready. My body is ready. Oh, Alter. First try, Digga. King, okay. Ich zeig dir jetzt auch, wie das geht. Achtung. Yes, Sir, Junge. Einfach zu wild. Guck mal hier. Achtung. Waffenkiste. Was ist das denn? Bazooka habe ich gekriegt, die muss ich mal anlegen. Wie sieht das aus? Ja, eben, es muss ausgetestet werden. Was zum... Ja, aber es ist schon wirklich sehr, sehr seltsam. Was geht denn da? Was war das denn? Musst du mir das nochmal angucken. Ach, es ist ein Rad oder sowas? Es ist ein Rad und es ist Junkrat Ult oder was? Es sieht halt super seltsam aus. So, krieg ich jetzt mal hin, ja, zu nehmen, dass ich's... Kaum zu glauben, aber Lectra war mal ein schöner Ort, bevor die Kultisten alles an sich gerissen haben. Jetzt sind überall diese Banditen-Streamer-Arschlöcher wie dieser Killer-Vault. Ein Battle Royale vor der Haustür? Unfassbar. Aber Lorelei sagt, in jedem steckt ein Kämpfer. Ich will nur meine Stadt zurück. Inzwischen kann ich ganz gut mit dem Gewehr umgehen. Neulich habe ich einen Psycho auf 90 Meter erwischt. Dieser kranke Bastard ist losgestürmt und hat irgendwas von auf Taubenkacken geschrien. Igitt, was stimmt nicht mit diesen Leuten? Auf Taubenkacken, warum, geil. Alter? Ey, die Boxen, Junge. Schön die Rache, Alter. Okay. Ach, so zurückgeschissen. Okay. Ja, krass, ich habe jetzt hier diese nice, dieses Flakgeschütz, während ich Flak bin. Ja, ich auch. Ja, aber du hast ein anderes, oder? Wie sieht das bei dir aus?
Sieht das. Ist das was anderes? Ja, guck mal, ich schieße hier so. Achtung. Böp. Alter! Ja. Wenn ich sie schieße, das. Ey, wait, weißt du, ey, das, was ich hier habe, ist das Taubenscheiße-Ding. Guck mal, der, guck mal das Einschlagsding am Gebäude jetzt drüben. Das ist die Rache der Taubenscheiße. Guck mal, da drüben dancen sie. Achso, warte. Die Waffe heißt, will ich das wissen? Pattern Black. Okay, ist kein richtiger Hinweis, würde ich sagen. Aber es erinnert mich gerade mega an Vogelscheiße, die irgendwo aufkommen. Das passt ja verdächtig gut. Oh nein, siehst du die da drüben dancen auf dem Dach? Ja. Ja, die sind hier überall die ganze Zeit. Die feiern ja dieses Battle Royale-Ding hier ab. Ach so, diese verdammten Streamer-Bots, Junge. Ich raste aus. Oh, jetzt feiern sie da relativ alleine. Aber er macht sich gar nichts draus. Er denkt sich, yeah. Putz. Hast du kaputt gemacht. Ja, ich wollte Rache für die Tauben üben. Diese armen, angekackten Vögel. Gib dir auch, du gehst so... Gehst du im Park rum und siehst so einen Rentner, der so Tauben füttert und hockst dich einfach auf die Bank und scheißt die Tauben komplett voll, Alter. Richtig schön Sprühschiss. Hältst du noch so, scheiß, das war richtig. Oh Mann, zu wild. Es gab mal aus einem nicen Comic von Nicht Lustig, wo so ein Penner so einen taubenfütternden Opa angemacht hat, dass er bitte aufhören soll, die mit trockenem Brot zu füttern, weil dann schmecken die nicht gerade besser. Das war auch Kritik am System einfach. Der Lifestyle. Oh Mann, ey. Schön. Ja, wir haben eine Batterie und wir haben auch eine Marke und sind nur fast 70 Trilliarden mal hintereinander gestorben. Also kann uns im Grunde nichts und niemand aufhalten. Aber, vielleicht die da vorne. Ich guck mal. Ja, ich glaube nicht. Böhm. Oh, das macht irgendwie nicht so viel. Ich töte damit gar keinen. Die Hügel. Töte ich damit jemanden, Alter. Böms. Mein Schaden und der Flugradius hält sich irgendwie sehr in Grenzen. Oh! Ich kann meine Räder explodieren, wenn sie ankommen. Nice. Die Junkrat-Ult ist real, Junge. Ich muss es ölen, damit es wieder läuft, Alter. Oh shit! Oh shit! Alter! Ich bin gleich hin. Der muss sich beruhigen. Nee, pass doch mal auf. Uff, Alter. Das war echt nicht nett. Vor allem, der hat irgendwie Granatwerfer gehabt, um nachladen zu müssen. Den will ich mal haben, Junge. Dann gibt's aber die Revenge. Revenge, Revenge. Oh, das ist doch oh shit, da hat doch einer ein Schild. Ein kleiner Griff, ich seh das schon. Ja. Dass die sich. Die interessiert das überhaupt nicht, ob die mit Schrotflinte abballern oder nicht. Ja, die müssen dringend sich benehmen. Taschenrex jetzt, jawohl, rein da in die Viecher. Sehr schön. Hier Mini-Mi. Alter, wie sie schreien. Das war ziemlich gut, oder? Ich bin Psychopathen-Synchronsprecher. Ja, das hat sich sehr, sehr echt angehört. Confirmed auf jeden Fall. Oh, hier ist noch eine neue Waffe, eine blaue. Aber so eine habe ich doch schon. Eine neue Waffe. Und mein Inventar ist schon wieder voll, Alter. Wie viel Loot gibt's hier denn eigentlich? Was war mal die Aussage? 70 Trilliarden verschiedene Waffen oder so? Das ist so. Und alle in meinem Inventar. Finde ich gut. Alle gleichzeitig gedroppt. Ja, Mann. Den ganzen Tag nur am Looten, Junge. Lock's ein. Was haben wir denn jetzt noch vor uns? Wir haben noch zwei Möppel hier in der Nähe und dann müssen wir einmal komplett auf die andere Seite. Cool. Ja, dann da vorne ist ja schon, ist ja gleich schon der Erste. Hier schreien sie ja auch nach wie vor. Die wissen ja, dass wir da sind. Da ist ja einer. Oh, wie weit springt er? Oh mein Gott, beruhigen sie sich. Zack. Tschüss. Ja, das war auch wichtig. Ich habe exakt dann geschossen, als sie sich durch das Feuer aufgelöst hat. Ich krieg die auch wieder nicht hier. Die ist da oben, diesen Schriftzug, Junge. Killer Volt. Wo? Wie, wo, Mann? Da oben, genau über uns. Holy fuck. Ach, da links, Alter. Wo? Ja, ich hab hier nicht. Ich hab nach vorne geguckt hier auf das Häuschen da. Alter, meine Waffe streut schlimmer als ich besoffen beim Pinkeln. Das ist ja unglaublich. Digga. Zack. Die Kontrolle, Junge. Verliere die Kontrolle. Oh shit, hier ist ja auch noch einer, weil er mich verarscht. Verdammter Bruiser. Der Bruiser wird zum Loser. Böp. Ey, ich mache hier einen Schaden bei dem. Was soll das? Was? Denn? Der schießt in sein Schild rein vielleicht, oder? Hier ist noch Taschenrex jetzt. Oh. Yes. Oh, da sind ganz schön viele Geschütztürme, oder? Ben habe ich sie noch nicht richtig gesehen. Oh shit.
geradeaus. Drei Stück. Uff. Oh. Ich spray hier gerade aktuell erstmal wild rum, wenn ich ehrlich bin. Oh shit. Okay. Oh fuck. Junge, ich glaube, ich konnte gerade in einen Mech steigen. Tod, gefällst ja, du mir besser. Schützenplatz einnehmen. Junge! Ja, mach mal. LOL! Kombi. Das ist ja krass. Bam! Ich sehe leider nicht, wie du schießt. Wow. Hat jemand meinen Rasierer gesehen? Hey, Junge. Nur noch ein Sieg. Es überrascht mich nicht, dass Moxys Crew so schnell zum Höhepunkt kommt. Heiß wie eh und je. Bitte, ey. Stimmt nicht, ich habe ihm nur was vorgemacht. Wow. Seine Schaltkreise sind ein wenig zu kurz geraten, wenn du verstehst, was ich meine. Hey, Junge. Oh, Mann. Das nimmt mich alles sehr mit. Ist zu wild. Way too wild. Oh, guck mal, sie haben alle 0 Punkte hier, oder was? Trudy, Moxie, Jenny, Lena. So. Alle Nullen. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Da ist noch ein Claptrap-Gedöns. Oh ja. Und eine Batterie. Die wollen wir beide gerne haben. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, muss alles ausgebaut werden hier. Es ist Zeit für Jump and Run. Entweder hier. Ja, ganz oben bestimmt. Hier? Hier kann man doch bestimmt rüber, jo. Da drüben feiern sie schon wieder, Alter. Es gibt erstmal Vogelscheiße. Alter! Witz! Hasse das Publikum. Oh, hier ist doch was. Die alten Docks. Mein Viertel. Was für ein Loch. Ratches als Kissen, Ratches als Abendessen. Hm. Es hieß mal, wer die Ratches nicht ehrt, der bleibt unversehrt. Aber an den Docks habe ich Aslan de Vega getroffen. Der Bastard hat oft versucht, mich zu töten, aber eins steht fest. Hätte ich Aslan nicht getroffen, hätte ich mich nie Atlas angeschlossen. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wieder Kackefarmer auf Pandora geworden. Cool. Okay, das war nicht unbedingt das, was wir gesucht haben, aber dennoch eine sehr wichtige Information. Ich dachte eigentlich wirklich, das wäre wieder was für... ja, Cap-Trap. Da auch so aus, aber... So. Wir wurden beloren und betroren. Jahrelang. Jahrelang. Immer wieder. So, hier so. Über die Mülltonne rüber, oder? Erdhütchen auf, rüber, oh. Fertig. Conny Reimann, was ist deine Meinung zu Conny Reimann? Das war doch der, der nach Texas ausgewandert ist, ne? War das Texas? Siehst du, so genau weiß ich das ja nicht. Aber das war auch danach, der von Müller Milchreis. Dadurch ist er ja berühmt geworden, deswegen durfte er ja Müller Milchreis werben. Ah, krass, siehst du, so ist die Story. Naja, und, heftig. Oh, hier geht's rüber. Oh Gott, nein! Nice, Mann. Jawohl. Und der war dann nach Texas ausgewandert, hat dann so eine Villa gebaut. Coney Island. Ja. Und dann haben sie es verkauft wieder und sind dann nach Hawaii ausgewandert. Krass. Hey, ja. Was zum hier. Teufel macht Moxys Crew da? Ah ja. Meine Oma sagte immer, dass ein Mann seine Schwäche hinter seinem Stolz verbirgt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Nur noch eine Batterie. Okay, verbirgst du auch deine Schwäche hinter deinem Stolz? Na, ich habe keine Schwächen. Penner, Alter. Gut, ja, Freunde, unsere Schwäche ist leider die Zeit. Nein. Das ist leider unsere größte Schwäche und darum sehen wir uns im nächsten Part mit reiner Stärke wieder. Bis dahin, haut rein, Tschüss. Macht's gut!